Ja, Herr Karl, alles Gute zum Geburtstag, zum 31. heute. Soll ich dir auch Vielen von Dank. deiner Frau und deinen Kindern sagen? Eine kleine Stark. Torte. Wir haben versucht, ein Yes-Törtchen zu besorgen, weil Conny meinte, das hat eine besondere Bedeutung bei euch. Aber das haben wir leider in ganz Belgien nicht auftreiben können. Ja, hat eine besondere Bedeutung. Ich puste jetzt erstmal schnell Jawohl, aus, ne? nochmal. Sonst. Sehr schön. Ja, wir versuchen das bei anderen auch immer zu machen mit dem Yes-Törtchen. Wir haben auch regelmäßig welche zu Hause, wir vergessen es aber meistens. Deswegen hat das eine besondere Bedeutung. Dankeschön. Ich freue mich. Gut, dann können wir eigentlich das Interview auch gleich fortführen. Den 31. Geburtstag fernab der Familie mit der Mannschaft zu feiern, ist ja doch was Besonderes. Aber für euch Januarkinder nicht immer. Wir hatten mit Leo auch schon die Geschichte. Letztes Jahr hattest du das Glück, dass du den 30. den Runden zu Hause feiern konntest, weil wir später ins Trainingslager gefahren sind. Aber wie ist das, wenn man dann so trainiert und von den Fans Gratulationen bekommt und nicht so von der Mannschaft oder beziehungsweise von der Familie zuerst? Ja, was heißt, doch schon von der Familie schon zuerst. Also die Nachrichten und kurz angerufen habe ich schon als erstes noch zu Hause. Und dann, wie du schon gesagt hast, es ist nichts Besonderes mehr. Also Trainingslager, ich hatte auch schon mal das große Glück, bei einem Hallenturnier Geburtstag zu haben und so weiter. Man gewöhnt sich dran. Also mein Gott, ich habe ja mit den Jungs auch sehr, sehr viel zu tun. Das ist ja auch schon fast eine zweite, dritte Familie da hier in der Mannschaft. Und oh ja, mein Gott, dann beglückwünschen die mich halt persönlich. Und dann, wenn ich nach Hause komme, gibt es dann mit der Familie eine Feier. Haben die Fans dich, wir haben heute auch gesehen, den Elfmeterschießen kurz gemacht. Es sind ja doch reichlich Fans da aus Sponsoren. Wussten die das, dass du Geburtstag hast? Hast du da den einen oder anderen Glückwunsch noch bekommen? Ja, doch, doch. Also ein Großteil wusste es und die anderen haben es dann so ein bisschen mitbekommen und dann rufen die halt doch das auch schon rein. Und dann ein paar wissen es, ich bin ja auch schon ein paar Jahre hier und wie gesagt, das ist nicht das erste Trainingslager mit Rostock, wo ich Geburtstag habe. So ist es, das hat man auch gemerkt. Bei Facebook haben schon sehr, sehr viele Fans gratuliert. Also da sieht man, dass du einen riesen Stein im Brett bei denen hast, dass du viele Fans hast. Und ja, die das auch gesehen haben, auf jeden Fall. Das freut mich. Ja. Das ist schön zu hören. Zum Abschluss, wie gesagt, mit Conny eben habe ich ausgemacht, dass sie diesen Kuchen, zum anderen habe ich, und dass wir den Kuchen spendieren, also wie gesagt, von deiner Familie. Habe aber auch noch gefragt, hier im Trainingslager habt ihr immer gesunde Ernährung und auf was Jörg ungern verzichtet. Und das ist Nougat-Schokolade und die haben wir besorgt. Also auch von Hansa Media nochmal alles Boah, Gute zum Geburtstag. Eine kleine Stärkung. Ist das mit dem Trainer abgesprochen? Das ist nicht mit dem Trainer abgesprochen. Okay, das müssen wir für uns da behalten. Ein bisschen aufpassen, dass er das nicht sieht hier. Genau, das schmuggeln wir dann ins Zimmer. Alles klar, danke. Alles klar. Okay. Dann noch viel Spaß. Danke. Matthias Holz neben mir. Jörg Hahn hat ja heute Geburtstag. Wir haben ihm gerade gratuliert, auch von seiner Familie. Hast du vergessen, als sein Zimmerkollege nicht da gratuliert? War noch was. Ah, nein, natürlich habe ich dran gedacht, kein Thema. Ich habe heute Nacht schon mit ihm, heute Morgen, nachdem seine Frau angerufen hatte, habe ich dann auch, ach ja, da war ja was. Naja, gut, okay, haben wir erledigt. Okay. Was ist Jörg Hahnl so für ein Zimmergenosse? Kann man es mit ihm aushalten? Ja, gerade so. Wenn er nicht gerade irgendein Spiel an seinem Handy oder iPad spielt, dann kann man sich auch ganz gut mit ihm unterhalten. Okay. Seid ihr auch bei Auswärtsspielen immer zusammen im Zimmer? Ja, wir sind immer zusammen auf dem Zimmer. Wir verstehen uns ganz gut. Treffen uns auch privat, fahren Motorrad zusammen im Sommer und das passt ganz gut. Okay. Und wer ist der ordentlichere von euch beiden? Na, ganz klar ich, aber... Das sagen wir ihm jetzt nicht. Das bringe ich ihm schon noch bei. Okay. Er hat von uns, wie gesagt, von seiner Frau einen Kuchen bekommen. Hansa-Fans haben das gerade schon gesehen. Und von uns ein Stückchen Schokolade, auch was für dich vielleicht, dass er abgeben muss? Also, wenn der Kuchen auf dem Zimmer landet, bevor er das Interview sieht, habe ich noch eine Chance auf ein Stück. Ansonsten... Wird es eher dünn für mich. Alles klar. Gut, dann wünsche ich noch ein schönes Trainingslager. Heute Nachmittag noch eine Einheit. Ja, wir geben heute Nachmittag nochmal Gas. Heute nochmal Kampftag und morgen haben wir noch ein Spiel und schauen wir mal. Wird schon. Alles klar. Danke, Holzer. Alles klar, gerne.